Hey ho und willkommen zur No Man's Sky Expedition Nummer 2. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, so wie ich auch. Und dann legen wir auch schon los. Und da geht es auch schon weiter mit der Expedition Nummer 2. Das Schiff haben wir ja nun repariert und alles. Jetzt möchte ich aber, bevor ich hier wegfliege, töte ich den Raketenwerfer. Stell meine Raffinerie hin. Schmeiß da ein bisschen Zeug rein und schmeiße da das Kupfer rein. So, das ist auch gleich erledigt, nämlich aus dem einfachen Grund, wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, mir gefällt einfach das Farbspiel von diesem Planeten. Also, wird hier ein PC hingestellt. So einfach ist das. Wo kracht man den hin? Hier mitten rein? Nein. Oder? Nee. Ach, ich kann den aber da drauf stellen. Okay, das ist interessant. So, ja. Weil ich pingelig bin. Ja, richtig rum hingestellt. Sehr gut. Und dann claimen wir das Ding einfach mal. Und so habe ich auch direkt einen Rückkehrpunkt zum Start. Was sehr praktisch ist. So, wenn ich jetzt den hier mache, bekomme ich das Material zurück. Sehr gut. Da ich das ja nun nicht mehr brauche. Vielleicht brauche ich es woanders noch. Wir schauen. So, ab ins Schiffchen. Jetzt haben wir ja von vornherein erstmal vom Planeten abheben und ein neues System warpen. Und den ersten Treffpunkt. Das wäre Phase 1. So. Dann haben wir noch diese Absturzstellen und sowas und mein Raumschiff lange steuern. Okay, okay. Eine üppige Welt. Sengend heißen Welt. Sumpfig. Also eigentlich so ziemlich alles an Arten von Planeten. Außerdem, wo ich hier starte. Ich gehe aber fast von aus, dass ein paar davon mindestens die Treffpunkte betreffen. Daher möchte ich mich gar nicht so lange aufhalten lassen. Entdecke Sternsysteme. Ja, okay. Das heißt, wir heben jetzt ab. Scannen einmal rundrum, was so da ist. Kurzer Boxenstopp in der Raumstation und dann düsen wir auch direkt los. Also, auf geht's! Meilenstein abgeschlossen, abheben, Planet verlassen, habe ich. Sehr gut. Okay, soweit. So gut. Dann schauen wir mal. Okay. Okay, wir düsen mal Richtung Raumstation. Einfach, um auch Abstand zu kriegen. Stopp!
So, planetare Anomalie. Asche verdunkelter Planet. Feuriger Planet. Ein Grasplanet. Ich bin mir dezent unschlüssig, ob mir irgendeiner davon hilft. Und das ist der Startplanet, ne? Ist klar. So, hier hat einer ein Speichersignal hingestellt, warum auch immer. Auf den Grasplanet, der könnte üppig sein. Macht es Sinn? Ich muss eh Strecke zurücklegen ohne Ende. Das heißt, es macht sogar wahrscheinlich Sinn, da einfach mal hinzudüsen. 1,5 Minuten lang, wow. Okay. Und einfach mal überall zu landen. Halt, ich bleib mal kurz stehen. Hol mir das hier erstmal ab. Lagererweiterung mal 2 und Naniten. Expeditionsbelohnung erhalten, abheben. Sehr schön. Rufe deinen Frachter aus dem Schnellmenü. Ach so, auf Warp gehen. Ach, das muss ich mit dem Frachter machen, okay. Das ist mir egal. Das hat noch keine Bewandtnis. Ich wollte jetzt gern mal wissen, wie das aussieht. Üppige Welt. Besuche einen Planeten. Grünend. Okay. Ja, das kenne ich ja. Das ist aber ein Grasplanet. Ist Grasplanet grünend? Ist das flexibel oder brauche ich direkt grünend? Das ist die Frage. Die sich mir da stellt. Dann nutzen wir einfach mal die Gelegenheit. Ich muss ja eh Strecke zurücklegen. Dass wir hier einfach mal hinfliegen und schauen, was denn das so wäre. Ich würde auch gerne mal sengend heiß. Erreiche eine sengend heiße Welt. Das ist jetzt nicht so beschreibend. Besuche eine Wüstenwelt. Unwörtlich, steht sogar direkt dran. Vulkanisch. Vulkanisch steht direkt mit dran. Gefrorene Welt. Erreiche eine gefrorene Welt. Okay. Und Sumpfplaneten. Sumpf. Okay, okay. Jetzt sind wir auch gleich da. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen mehr nach links. Ich sehe da jetzt nicht so viel Landfläche. Ich sehe da gar nicht viel Landfläche. Ah. Gehen wir runter. Schuppdiwupp. Ist halt die Frage, wie pingelig ist das Spiel, was das angeht. Oder ist das, da sich viele Bezeichnungen vervielfältigt haben in verschiedenen Ausdrucksweisen? Nebelwald, einen üppigen Planeten besucht. Alles klar. Also grünend, es muss nicht grünend sein. Es muss nur von der Art her der gleiche sein. Mittlerweile haben die aber sehr unterschiedliche Namen. Okay, dann haben wir den üppigen Planeten hinter uns. Und mein Inventar ist voll. So, sengend heiß. Sengend heiß. Auf meinem Schiff ist jetzt auch nicht so viel Platz. Nee, hier ist überall nicht so viel Platz. Fahrzeugboost-Modul. Ja, ist klar. Wer es braucht.
Dich packen wir mal hier rein. Und... Dich packen wir mal hier rein. Und das ist wieder ein extra Fahrzeugmodul, was ich nicht brauche. Hochleistungsinventar, Hochleistungsinventar und Nicht-Hochleistungsinventar. Raumschiff. Raumschiff. Okay. Habe ich dann jetzt genügend Platz? Ja. Expeditionsbelohnung erhalten. Nebelwald. Fossile Probe. Überlegenes irgendwas. Bewegungsmodul. Knete. Und Wärmeschutzmodul. Okay, okay. Wie ist es wert? Fast 1 Million. Also in Ordnung, nehme ich. Da bin ich dabei. Und das zweite. Da oben. Bewegung. Kaching. Steck mal da einfach mal ran. Du gehst mal hier runter. Dann kannst du da hin. Du gehst mal da runter. Dann kannst du da hin. Dann kannst du da hin. Sehr gut. Läuft. Das ist ein Wärmeschutz. Brauche ich nicht. Okay. Soweit, so gut. Gefällt mir aber die Tatsache, dass das so gut funktioniert. Okay, die weite Strecke bis dahinter haben wir erledigt. Das heißt, wir haben jetzt noch diese alle. So, ich kann es natürlich nicht sehen, weil ich zu nah am Planet bin. Aber es erledigt sich gleich. Wir düsen mal ein paar Meter. Sehr gut. Feurig. Feurig könnte ein sengend heißer sein. Da fliegen wir doch mal hin und landen direkt. Erstmal füllen wir natürlich hier wieder auf. Und füllen hier wieder auf. Und Katsching. Okay, entspannte 40 Sekunden. Dann haben wir noch die zwei Planeten da hinten. Okay. Dann könnte das nämlich wirklich recht schnell alles erledigt sein. Und kriegt den ganzen Stuff. Kein Bedarf. Das würde jetzt wahrscheinlich noch Probleme machen, die ich nicht will. So, sengend heiße Welt ist angepinkt. Landen. Aha, und hier muss ich, glaube ich, eine Kreatur scannen. Gut, dass hier so viele sind. Gerade im Moment. Das ist natürlich fantastisch. Ja, entdecke planetare Kreatur. Es hat umgeschwenkt, das heißt, der Planet ist richtig. Ich muss jetzt nur noch ein Lebewesen entdecken. Das ist kein Lebewesen, das ist ein Observatorium. Ein Lebewesen. Da.
Ja, dich nehme ich. Meilenstein abgeschlossen. Glut des Lebens. Sehr gut. So. Was haben wir dann? Na, das interessiert mich nicht. Was haben wir dann noch? Dann haben wir noch eine Wüste, Vulkan und Frost und Sumpf. Okay. Vulkanischer ist das definitiv nicht. Ich sehe auch keine Vulkane. Das wäre mir schnell aufgefallen. So, dann machen wir kurz den hier. So. Was haben wir denn dort? Das ist der Grasplanet. Da war ich schon. Da war ich bereits. Das ist planetare Anomalie. Ich glaube, planetare Anomalie ist nicht gefragt. Aber so überhaupt nicht. Das ist der Startplanet, da kam ich her. Okay, das heißt, ich mache mal einen kleinen Hüpferli. Dann haben wir da hinten gerippter Mond. Okay. Planetare Anomalie und Ascheverdunkelter Planet. Ascheverdunkelter Planet könnte vulkanisch sein. Da würde ich aber vorab mal bei der planetaren Anomalie landen. Jo. Hey, Dude. Gutachten. Erkaufen möchte ich nichts. Aber hier, das würde ich dir geben. Und das würde ich dir geben. Und das würde ich dir geben. Das würde ich dir geben. Danke, ciao. Ja, dann nehme ich direkt wieder Platz. So, planetare Anomalie mit aggressiven Wächtern. Das klingt doch schon mal nach Spaß. Mal schauen, wie viel Spaß wir dabei haben. Habe ich denn überhaupt? Ich habe nichts zum Aufladen. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss recht schnell auf die Station. In der Hoffnung, dass ich da recht schnell Tritium herkriege oder im Weltall nach was suchen. Sehe absolut nichts. Ui. Ich sehe immer noch absolut nichts. Weil hier gerade volle Kanne, was auch immer ist. Scheint sehr stürmisch zu sein hier. Gut, dass hier so viel Landfläche ist, das befürworte ich. Ich sehe wirklich absolut nichts. Nicht mal, wo ja was sein könnte. Ich meine, eine kleine Landfläche. Ich möchte bloß einmal kurz landen. Einmal kurz landen würde mir reichen.
Okay, es soll nicht sein. Das heißt, ich heb nochmal ab. Und schau nochmal von oben. Sehe aber jetzt nicht wirklich sowas ähnliches wie Landfläche. Das da könnte Land sein. Dieser Schatten hier. Ich habe 100.000 U geflogen, Meilenstein abgeschlossen, der Pilot. So, das Ding mit dem, das könnte Land sein, hat sich wohl als nichts herausgestellt. Hier sieht man echt unendlich nichts. Man sieht ja echt überhaupt nichts. Aber ich glaube, den Planet kann ich eh vergessen. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Der ist ja offensichtlich so ziemlich zugedeckt vom Wasser. Aber wir haben ja dann noch eins oder zwei. Der da nicht. Der da auch nicht. Moment, ich muss mal kurz hier. Ja, sehr schön. Ist mir egal, mir geht's nur um Tritium. Ja. Sei doch bitte noch ein Stück nerviger, das würde ich sehr befürworten. So, das ist der Grasplanet. Das ist der feurige Planet, den ich erledigt habe. Das ist die planetare Anomalie. Dann ist da dahinter der Mond, würde ich tippen. Da. Nee, das ist der ascheverdunkelte Planet. Hinter. Bis jetzt läuft es auf jeden Fall ganz gut. Ich kann mich jetzt so nicht sonderlich beschweren. Also gehen wir weiter so vor. Ich den ascheverdunkelten war. Der ascheverdunkelte könnte eventuell mit Vulkanen bestückt sein. Ist halt immer so eine Definitionssache zwischen Eisenplaneten und vulkanischen Planeten. Immer ein bisschen kritisch. Aber auch egal. Alles nicht wild. So. Gehen wir runter. Sieht jetzt aber doch. Von den Pflanzen her sieht's gut aus. Von den Pflanzen her sieht's sehr vulkanisch aus. Aber ich sehe keinen Vulkan. Da hinten ist ein Vulkan. Perfekt, dann ist es genau der richtige Planet.
Wo gehe ich denn hin? Ja, einfach runter. Klar, machen wir. Landen. Feuer aus der Erde, einen vulkanischen Planet besucht. Sehr gut. Und hier gibt es Gravidon-Bälle und aggressive Wächter und sowas, ne? Das heißt, ich halte mich ja auch gar nicht lange auf. Steig erstmal wieder ein. Und hol mir mal meine ganzen Belohnungen, die ich jetzt gekriegt habe, ab. Da hätten wir zum Beispiel die 100.000 U. Expeditionsbelohnung erhalten, der Pilot. Sehr schön. Relativ viel nutzloser Kram, aber auch ein paar sinnvolle Sachen, die ich aber in der Expedition jetzt nur bedingt brauche. Dann haben wir das gerade. Expeditionsbelohnung erhalten, Glut des Lebens. Sehr schön. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Upgrades und Geld und noch mehr Upgrades. Und dann haben wir noch ein volles Inventar. Können wir was dagegen tun? Impulsantrieb. Stecke ich jetzt einfach mal da rein. Ja. So. Sehr gut. Hier haben wir nochmal Impulsantrieb. Ist jetzt ungünstig, aber naja. Lebenserhaltungsgel. Okay, das behalte ich mal. Metallplatten. Verdichteter Kohlenstoff. Das ist gar nicht so einfach. Ich zerlege die. Die bringen weder viel Naniten noch brauche ich sie. So, dann haben wir hier ein Wärmeschutzding. Also für kalte Planeten. Ist mir auch relativ egal eigentlich. Da bin ich jetzt auch nicht so. Ach hier, das kann hier rein. Sehr schön. So. Hatten wir nicht noch irgendwas für einen Scanner oder so? Da, Scanner. Hauen wir doch einfach rein. Hübsch. So. Und jetzt holen wir uns noch... Expeditionsbelohnung erhalten. Feuer aus der Erde. Und bekommen wieder Geld und Upgrades. Sehr schön. Gut. Und an dem Punkt ist dann passenderweise auch die Folge schon zu Ende. Ich danke wie üblich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.